Heyo und willkommen zum Albtraumjäger in Let's Play. Ah, das war erfrischend. So, wir sind zurückgekehrt in den Albtraum. Ich bin schon einmal, habe es gewagt, die Abkürzung nach unten zu nehmen und bin mal hier nach unten eingekehrt. Hätte ich Cauchy in Gefahr nicht in Kanehurst gemacht, würde ich davon überzeugt sein, diesen Sprung nach unten, besser gesagt, den Fall nach unten überleben zu können. Aber nein. Ansonsten ist dieses komische Gebilde hier relativ interessant gestaltet. Aber gut, es ist ein Albtraum. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es physisch ist. Und deswegen sind alle meine Tode, die ich denn hier über mich habe ergehen lassen müssen, nichtig, würde ich sagen. So, was auch nichtig ist, ist meine gute Laune, weil wir werden wahrscheinlich jetzt hier wieder einen extrem orbitant schlimmen Boss haben, den alle im ersten Versuch schaffen, außer mir natürlich, weil ich einfach nur schal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 
Oh Gott, außerhalb der Reichweite heraus. Was macht es jetzt? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was es tut. Oh, es rastet aus. Verdammt, das hätte ich... Patschitschit, jawohl. Was tut es jetzt? Oh Gott, es hat... Was zum Teufel ist das jetzt? Oh Gott, es blutet. Es verblutet. Hoffentlich kriegt es jetzt kontinuierlichen Schaden oder sowas. Ich sollte mal... Oh, oh. Was ist passiert? Okay, es ist gejumpt. Patschitschit. Okay, Patschitschit. Scheiße. Patschitschit. Jawohl. Mac. Patschitschit. Jawohl. Oh, dieser Kopf-über-Kopf-Angriff ist... Oh mein Gott, was macht das jetzt gerade? Ist super. Weg. Oh Gott. Patschitschit. Falk. Oh Gott, es jumpt wieder. Yay, yeah, ich hab es. Ist es tot? Oh mein Gott, ich hab's im. Ich hab's im ersten Versuch gepackt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und ich hab nur 8 verdammte Blutviolen verbraucht. Yes! 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 Hip hip! Huzzah! Hop hop! Huzzah! Was ich noch zum Outfit eigentlich sagen wollte ist. Hop hop! Huzzah! Das ist eigentlich eine. Mixtur ist zwischen Giftverteidigung und Wahnsinnsverteidigung. Weil Wahnsinnsverteidigung Ausrüstung habe ich jetzt nicht so wirklich nachgeguckt. Ich habe nicht allzu viel dafür gekriegt. Ich meine, nicht allzu viel gehabt. Zumindest was meine normale Ausrüstung anbelangt. Und jetzt kann ich vielleicht meine Ausrüstung erstmal, oder meine Runen, die denn die Verteidigung über langsame Vergiftung und Wahnsinn erhöhen, vielleicht sein lassen. Okay, wir haben uns die Macht erlangt, in dieses Türmchen einzufahren. Ach ja, mit den Seelen, Blutechos, die ich am Ende bekommen hatte im letzten Video, konnte ich mir dann zumindest noch einen Punkt in Vitalität reinstecken. Ist ja sonst nichts außer dem Teil hier? Ist aber blöd. Naja. Also, dieser Boss war nur dazu da, um so einen scheiß Kelch zu kriegen, vermutlich. Wo ich wahrscheinlich eh nie reingucken werde. Ja, ich bin überlegen, doch noch irgendwie Kelche mitzunehmen oder zumindest noch einen weiteren Kelch-Dungeon mal zu versuchen, aber... Ich weiß es nicht so recht. So, das Schwertchen hat mir die Haut gerettet durch den schönen Überkopfangriff. Sehr, sehr gute Sache. Sehr, sehr gute Sache. Und jetzt, glaube ich, kann ich mit den Blutechos, die ich habe, immer noch nichts machen. Wusel, 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 wusel. Aber was heißt nichts machen? Ich kann mir dafür keinen Stat kaufen, weil ich mittlerweile irgendwie so 26.000 brauche. So, machen wir jetzt aber mal was Gescheites. Jetzt muss ich mal überlegen, was das war. Genau, wir kehren hierhin zurück. Große Kathedrale, Altiana, nein. Große Kathedrale war es, glaube ich, wo ich lang müsste. Oder Kathedrale. Nehmen wir den Kathedralenbezirk, weil ich jetzt eine Lieferung abgeben möchte zu Mr. Alphons. Alf. Keine Ahnung, wie der Typ heißt. Oh, da bin ich wieder. Ich bin ja der Meinung, dass ich keine Ahnung mehr habe, was für eine Meinung ich denn vertreten habe. Hallo, schöne Schwester. Oh, hello. Hello. Sorry, dear. Ich bin zu gierig. Muss ich nur erstmal den richtigen Weg finden. Oh, das war die mit den Studentendrogen. Ah ja, genau. Jetzt weiß ich, wessen Meinung ich bin. Ich bin ja der Meinung, dass es an der Stelle weitergeht, wo dieses Universitätsgebäude gewesen ist. Aber ich habe keine Ahnung, wo, wie, wann und warum. Gleichermaßen möchte ich jetzt gerade eigentlich herausfinden... Ich glaube, das ist der falsche Weg gewesen hier. Mich deucht, hier sind weniger Gegner unterwegs als vorher. Also, der einzige Weg, der mir jetzt auch noch einfällt und auf dem ich meine Zuschauer... Ja, wir haben gerade so ein Vieh bekämpft, allerdings hatte es weniger Zeug im Gesicht. Zum Glück, ich finde es ekelerregend. Was macht dieses Vieh da? Warum? Ja, ich weiß, ich sehe es durch mindestens 40 Einsicht und ich habe auch nicht herausgefunden, aber ich habe gehört, wieso sind die hier? Wieso macht es nichts? Naja, solange es nur da rumhängt und einfach nur Deko ist, soll es mir eigentlich egal sein. Ich weiß es nicht, irgendwie finde ich dieses Vieh so furchtbar eklig, wie es da hängt. Und der Boss war irgendwie... Ne, der Boss war auch ekelhaft, aber... Ich fand ihn irgendwie weitaus besser zu ertragen, als dieses Gesocks, was da gerade irgendwie an der Wand klebt.
Sonst noch irgendwas mehr, was hier an der Wand klebt? Nein, Gott sei Dank nicht. Ansonsten, Ravenite hat mich mal versucht anzugreifen, aber das haben wir immer schön ausgetrieben. Oh nein, oh nein. Willst du mich töten? So, ich bin mittlerweile stark geworden. Und gut, ich habe einen Boss ohne Tentakel im Gesicht umgebracht, du blödes Huhn. So, wir brauchen natürlich... Ja, stimmt, ich hätte mir mehr Blutechos ausgeben sollen, um meine... Wie heißt es nicht? Seelen. Ich sag immer Seelen, um meine Blutfiolen weiterhin aufzubessern. Aber was soll's? So, ihr elenden Penners, ich mach mich jetzt auf den Weg auf den Friedhof. Und ich weiß, zumindest glaube ich das jetzt gerade. Ich spucke große Töne. Aber ich mag es. Manchmal, wenn ich denke, Ahnung zu haben, große Töne zu spucken. Ich weiß, wo ich schlagen muss. Glaube ich was, jedenfalls. Ich glaube, es war hier entlang. Und wenn es nicht hier war, dann war es fast hier. War es in der Nähe. Das ist nicht hier, oder? Nee, das war doch nicht hier. Oder war das doch hier? Moment! Das kommt mir doch... Nee, Moment. Das kann nicht hier gewesen sein. Oder? Doch, das ist hier! Hier sind wir richtig! Yes! Oh, cool. Moment, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Diese riesen Windmühle da vorne. Und die da hinten auch nicht. Und das da hinten ist Schloss Kanehurst wahrscheinlich. Wo wir mit der Kutsche hingefahren sind. Wie auch immer sie dort hingekommen ist. Dann ist diese Windmühle diejenige, die man im, die ich im Wald, glaube ich, aufgesucht habe oder gefunden habe, wo ich vermutet habe, dass es eine Windmühle oder sowas ist. Naja, egal. Wir freuen uns, dass wir es erkannt haben. Oh, good to see you safe. Das hätte ich auch nicht gedacht. Now, let's think up something to discuss. Just tell me what piques your interest. Die nächsten Schachzüge? Oh, Moment. Ich glaube, über die Ekelblüte habe ich ihn schon mal ausgefragt. Aber ich möchte es nochmal tun. In his time, Master Ligarius led his executioners into Kanehurst Castle to cleanse it of the vile bloods. Aha! But all did not go well. And Master Ligarius became a blessed anchor, guarding us from evil. Tragic, tragic times. That Master Ligarius should be abandoned in the accursed domain of the vile bloods. I must free him. So that he may be properly honored in martyrdom. Okay, das ist eine interessante Konstellation. Also Ligarius war dieser Ekelboss, gegen den wir viele Versuche gebraucht haben, um ihn besiegen zu können. Offensichtlich hat er sich allerdings mit den Ekelblütern scheinbar zusammengetan, weil er, ja, die Königin von den die letzte Überlebende irgendwie quasi verborgen hat. Zumindest schien es mir so zu sein. Ich frage mich, was ihn dazu bewegt hat, das zu tun, wenn er hier dieser große Heilsbringer der Kirche ist. Wir überreichen ihm mal diese Folge. Aha. Is that the sigil of Kanehurst? Nein, von Herzog Ixorn. I've heard of Kanehurst nobles and their amusingly pompous invitations. Wonderful. I thank you profusely. I will depart immediately, but first, a token of my gratitude. Yeah, give it to me, baby. Aha, aha, ein Ratjägerabzeichen und eine Kirchenverbot. Eine männliche. I feel my master's hand at work. Ja, praise the good blood. Ja, das habe ich doch in der Klinge kleben. And let us cleanse these tarnished streets. Okay, das freut mich sehr. It has been an honor, but I must say goodbye. Let us cleanse these tarnished streets. And may the good blood guide your way. I will always love you. Time to say goodbye. Alles nie, ich muss zurück. Zu meinem Speicherpunkt und dann werde ich mal gucken, was er in Kanehurst tun wird. Die Scheißraben sind zuckersüß. Ich will sie nur füttern mit Kot. Nein, das will ich nicht. Mir ist nur nichts Besseres eingefallen. Okay. Wir haben den Alphons. Genau, das war der Name, den ich gesucht habe. Was machst du denn hier? Das ist, glaube ich, der falsche Weg, den ich hier eigentlich gehe. Aber ich kann große Männers töten und große Männers haben viel Blut in ihrem Kreislauf. Jawohl, 3 Stück. Damit haben wir 6 von 8 und den Rest, den ich quasi verbraucht habe. Und wenn ich jetzt noch rauskriegen soll, das muss der doch irgendwie zurückgehen. Ha,
kann man die nicht ja ein bisschen von diesen Punkten da entfernen mit Waffengewalt? Ich hätte die Bazooka vielleicht noch mitnehmen sollen. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder alle aus ihren Hütten raus. Hey Bernd, du hättest mal einfach diesen Boss irgendwie parieren sollen. Dann wäre da ganz viel einfacher geworden, nicht wahr? Give it a rest, please. I've no time for your petty lies. Ja, Elvis. And what? Just go away now. I can't stand the stench of your lying breath. Ich habe gehört, dass dieser Typ hier immer das Gegenteil von dem sagt, was er meint. Und deswegen mag ich ihn jetzt. Ich liebe dich. Gut. Ja, ich gucke einfach mal, ob ich ihn, den Typen in Castle Kanehurst irgendwie wiederfinden sollte. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und ich finde ja irgendwie, dass dieser Weg, wenn ich mir genauer angucke, so nicht wirklich über PS3-Qualität ausschaut. Aber es ist mir scheißegal. Ich bin ja kein Grafiknarr. Aber ich wollte es nur mal darauf hingewiesen haben. Nur für später, wenn wir das Spiel mal durchhaben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Entweder steht er hier irgendwo rum, der Typ, oder der hat es geschafft, hier durchzukommen. Oder der ist noch gar nicht hier. Aber ich gucke jetzt einfach mal hier. Außerdem haben wir ja irgendwie diese Blutsamen noch ein paar gefunden und da kann ich vielleicht ein paar von der Eulen opfern. Master, look, I've done it. I've done it. I smashed and pounded and grounded this rotten siren into fleshy pink pulp. There, you filthy monstrosity. What good's your immortality now? Try stirring up trouble in this sorry state. All mangled and twisted, with every inside on the outside for all the world to see. Und er wollte doch nur Pudding zum Nachtisch. Da sieht man aber, was man tut, wenn man dann keinen Pudding zum Nachtisch macht. Oh, okay. Hallo, Pyramid Head. Wie geht's dir? Oh, you, is it? Ja. Look at this. Thanks to you, I've done it. Gut. Well, isn't it wonderful? Now Master can be canonized as a true martyr. Jetzt können wir den Kapuzenclub aufmachen, ne? Das sieht jetzt ganz so unähnlich aus. I have. Du bist der Beste, Chaka! Motivationstrainer Bernd ist glücklich. Brüllen. Okay, dafür hat sich das wenigstens gelohnt. Wie kann ich denn hier Schmarrn wechseln? Nach vorne zeigen. Was haben wir denn hier? Jägerinspiration hinsetzen. Hinsetzen ist für ein... Nein! Hinsetzen ist für ein Arsch! Ich will es jetzt nicht testen. Ich will es wechseln. Ah, da ist es. Was haben wir denn jetzt hier Feines? Beten? Ja, beten ist okay. Jägerbegrüßung ist auch okay. Das ist nicht okay. Psst, ist... Oh mein Gott. Freude ist einfach nur eine geile Animation, finde ich. Umhang loswerden. Klingt auch interessant. Wir haben Brüllen. Überzeugung, Binken ist auch okay. Überzeugung, was hat man jetzt gerade sonst noch? Irgendwie Psst, ja, Begrüßung, Knicks, Respekt, Jägerinspiration, Freude, Triumph. Was auch immer. Überzeugung, Umhang loswerden. Wir hatten noch auch irgendwas Lustiges. Umhang loswerden muss auch cool sein. Wir machen Umhang loswerden. Wir wissen, was ein Umhang los wird. Habe ich gerade einen Umhang? Nein, habe ich nicht. Deswegen machen wir das vielleicht auch nicht. Mach es! Boah, das hat sich ja sowas von gelohnt. I've done it. I have. Okay. Ja. Queen Mutch. Es war eine... Oh, ein Königinnenfleisch. Das hat die Form von BH. Sehr schön. Das ist unheimlich. Königinnenfleisch. Das Mittagessen für morgen ist gerettet. Muss ich ihn jetzt umbringen? Ach, mir egal, ich hau jetzt ab. Ich habe Königinnenfleisch. Nom, nom, nom. Das werde ich unter den Bestbietenden bei eBay vertickern. Vielleicht schlägt der Papst ja zu. Nein. Nein. Aber wir haben eigentlich noch viele Gegenstände beim letzten Mal bekommen, oder? Das wäre vielleicht mal in der Zeit, hier mal ein bisschen durchzugucken, was es denn ist oder gewesen sein könnte. Bleielixier. Flüssige Medizin verändert. Gewicht zur Abwehr. Ach so, davon... Mir schien es aber, als hätte ich wesentlich mehr davon gesammelt. Aber... Nun gut, Giftmesser, Kiesel, Feuerpapier, Knochen, Mark, Asche, Fernrohr. Soll ich mal verwenden oder soll ich es nicht verwenden? Gute Frage. Wir haben bis jetzt immer nur noch ein Drittel von dem Zeug.
Die Ekelblüter von Kanghurst, blutrünstige Jäger, können diese schrecklichen Dinge im Kaltblut sehen. Sie scheinen oft im Blut der Echofeinde, das heißt im Blut der Jäger. Königin Elise nimmt an diesen blutsamen Opfern teil, damit sie eines Tages ein Kind des Blutes gebären kann. Den nächsten Ekelbluterben. Vielleicht, wenn ich das mit dem Königinnenfleisch kombiniere. Da wird man satt von. Hoffe ich. Oh, das habe ich noch gar nicht. Aufzeichnung im Roten Lieder von den Ekelblütern, die Anneliese ihrer Königin im Schloss Kanehurst treu sind. Schon lang werden Chroniken über die Ekelblüter mordlustige Jäger, die die Blutsamen ihrer Beute suchen, geführt. Hinweis, nur Online-Nutzung, offline nicht einsehbar. Okay, das ist für mich völlig nutzlos. Ja, ansonsten scheint nicht allzu viel in diesem Inventar gelandet zu sein. Oh, cool, das Königinnenfleisch ist ein Schlüssel. Was sonst? Überreste von Anneliese, Königin von Kanehurst. Diese rosafarbene Masse Fleisch bleibt warm wie verflucht. Gegrüßt sei die unsterbliche Königin des Blutes. Vielleicht, wenn ich drauf, wenn ich mal irgendwie Nierenversagen habe und blutig drauf rumpinkel, kommt sie wieder raus. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, oder? Doch, es tut mir leid. Märtyrer Lugarius führte eine Truppe von Henkern an und dieses Abzeichen wurde in ihrer Werkstatt hergestellt. Das Rad symbolisiert das gerechte Schicksal und das zerbrochene Rad den Tod von Boron. Ihre Werkstatt war eine verschwiegene Enklave voller mystischer Vorstellungen und verwegenem Fanatismus. Dies bildet das Rückgrat der Gerechtigkeitsvorstellungen der Henkern. Der Henkern? Ich kenne kein Deutsch offensichtlich, wenn ich das für falsch halte. Botenzylinder, Botenurnentanz. Kanehurst-Abzeichen. Sonst irgendwas noch? Keine Ahnung. Ich glaube eher nicht der Fall. Die Kanone könnte ich mal versuchen aufzuleveln. Naja, ich habe viel Zeit verschwendet. Wie viel haben wir denn? Oh, 22 Minuten abzüglich dessen, was an Ladezeiten hier drin ist. Dann scheint es so zu sein, dass ich ab jetzt entweder den nächsten Dungeon mache oder nach diesem komischen Dingsbums, wie heißt es noch gleich, nach dem Schatten von Yharnam weitermache. So, schauen wir doch mal nach, was wir denn hier schönes, feines kaufen können. Drei von den Dingern sind noch meiner fern, aber die kriegen wir schon auf andere Art und Weise irgendwie wieder. Ach du Scheiße, das Zeug ist teurer geworden, oder? Moment, nee, doch nicht. Die Gegenstände sind doch nicht teurer geworden. Sehr schön. So, wir haben dieses komische Abzeichen gekriegt, dann ist vielleicht Chicago. Chicago, da habe ich, glaube ich, schon mal drüber schwadroniert, glaube ich, so ein bisschen. E und D und ich kann es nicht benutzen, weil Blutdings 12. Also ich weiß nicht, dieses Chicago-Teil sieht irgendwie sehr interessant aus. Wie die zarte, gewellte Gravur, die die Chicago-Klinge umfasst, mit Blut benetzt wird, singt das Schwert scharlachrot. Ich weiß es noch nicht, ob ich doch vielleicht ein bisschen in Blut investieren soll. Ich müsste 6 Punkte reinstecken, damit ich das Ding benutzen könnte. Aber ich finde irgendwie, das könnte Style haben. Hier ist das Rad, wo mich ein Zuschauer darauf aufmerksam machte. Das Logarius-Rad. Waffe von der Gruppe von Henkern unter Märtyrer Logarius. Damit wurden die Ekelblüter in Kanehurst erledigt. Badete in ihrem Blut und wurde von ihrem Zorn durchdrungen. Transformiere, um die Macht des Rades zu entfesseln und ihrem verweilenden Zorn brillant Gestalt zu geben. Hans braucht ein Rad! Gut, ich habe absolut... Doch, ich habe Items, um dieses Rad ein bisschen noch aufzustufen, aber... Chicago... Mal gucken. Irgendwann werde ich es mir wahrscheinlich mal kaufen, aber jetzt gerade noch nicht, offensichtlich. Weil ich erstmal das Rad... Ein bisschen... Ich habe von diesen Steinen hier eigentlich mehr als genug. Was habe ich denn hier sonst noch? 4 von 6? Ne, dann machen wir erstmal das Kanönchen weiter besser. Und das Rad kann ich jetzt erstmal. So ein bisschen. Aber ich könnte das Rad einfach mal hier ausrüsten. 130 plus 55. Kann ich das tragen? B auf Stärke. Das ist ja mal eine interessante Geschichte. Okay. Und wenn ich es ausfahre, dann... Wow, dann haben wir breite Spuren. Dann haben wir hier so ein aufgemotztes Rad. Für einen Ferrari, für einen breiten BMW oder sowas. Ich bin kein Tuner, ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, den ich hier gerade rede. So, ich glaube, verbotenes Grab war das. Wir gucken uns mal kurz noch da um.
bevor wir diese Folge Folge sein lassen werden. Ja, lange hat es gedauert, bis wir denn hier mal weitermachen. Und, ja, vielleicht nächste Folge wird wahrscheinlich vielleicht nochmal, ich werde diesen einen Kelch, nicht den, den ich hier von dieser Olgen bekommen habe, sondern den letzten richtigen Kelch, den werde ich mal benutzen. Was? Kann ich jetzt hier nicht irgendwie Autoscooter mitfahren? Brumm, brumm, brumm. Also tut mir leid, wenn ich hier ein Rad als Waffe benutzen kann, dann möchte ich bitte auch irgendwie so eine LKW-Motorhaube angespitzt, angeschärft benutzen. Da kann man alles als Waffe benutzen. Auch einen Bleistift. Genauso wie der Joker. Oder war das ein Coolie, den der Joker da benutzt hat? Ui! Was war das denn? Hallo! Oh, es macht nicht viel Schaden, aber es staggert schön. Oder es ist nicht die richtige Schadensart, gell? Ja. Es ist hart im... Boah. Das ist eine Wespe oder ist es... Mann, ist das ein hartes Viech gewesen. Beruhigungsmittel, ja, das brauche ich jetzt, glaube ich, auch. Was soll das gewesen sein? Irgendwie so eine komische Bienenmensch oder sowas. Und dieser Bienenmensch, den ich töte, der war mager. Hatte nie was Gutes zu essen, mager. Der hier sieht aus, als hätte er Blähung. Ha, 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 ha. Mager! Ich kann nicht mehr. Moment, Drucker, geh mal auf Seite. Birkenworth! Oh, hier hat alles seit Anfang genommen, glaube ich. Und hier werden wir es zu Ende bringen. Ist es das finale Gebiet schon? Birkenworth! Yay! Und hier noch eine komische, verschranzte Kreatur. Ansonsten deucht es mich, dass... Was sind das für Dinger? Okay, packen wir mal die großen... Hallo! Oh, ich meine, nein! Oh nein, Wahnsinn! Es ist der Wahnsinn! Brumm, 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 brumm. Oh, meine Fresse, nee, das ist ja... Nein! Seht ihr, der Wahnsinn ist... Die Dinger sind mal abstrus stark. Ich muss mal... Oh, scheiße! Nein, nicht auf meinen Kopf draufsetzen. Nein! Genau, wir holen dich vom... Okay, sie machen nicht viel Schaden, aber sie sind zum Kotzen. Also, wahnsinnig und sowas. Aber ich habe noch meine Wahnsinnsresistenz-Dings drauf. Ich habe... Meine Fresse nochmal, hör auf! Es ist lästig. Es ist unglaublich lästig, dieses Vieh. Ah! Nein! Das macht, zum Glück macht das nicht viel Schaden, weil sonst wäre ich jetzt... Wie viele von denen spawnen hier, ey? Ich will meine Waffe wechseln! Weil Feuer ist offensichtlich den Scheißviechern auch egal. Ich habe nicht meinen dritten Stein quasi... Ich habe meinen Ausweichknopf gedrückt! Ich habe meinen... Oh, Trivi, danke. Ich habe meinen Stein gewechselt, meinen dritten, und habe meinen Feuerschadenstein hinzugefügt, der vom Schaden her insgesamt betrachtet nicht ganz so viel macht, wie der Vorstein davor. Ich habe mir gedacht, Elementarschäden sollen ja gut sein. Aber gegen die hier sieht das jetzt nicht ganz so gut aus. Was nehme ich denn jetzt hier am besten mal? Also Stich schlecht. Ich weiß es nicht, ob der komische Degen hier scharfen Schaden macht. Ich probiere einfach mal das hier. Gegen diese Viecher. Wenn ich hier nochmal eine Chance dagegen habe. Aber zumindest haben wir drei davon besiegt. Vielleicht ist das ja jetzt hier wegen eines gewissen Schadensmultiplikators die bessere Wahl. Oi! Der Mond steht tief an der Stelle. Ansonsten scheint, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das Haus ganz groß oder sowas. Scheint mir jetzt nicht allzu umfangreich. Oh! Ui! Nein, nein, nein! Anderer Gegnertyp? Nein, keine Magie! No Magic! Ja, das ist schon... Ich kann ausweichen! Da hast du nicht mit gerechnet, kleiner Kerl, wa? Och nee, keine Quecksilberkugeln. Was will ich denn mit dem Scheiß? Arkansee! Was haben die mit ihren Seen? Also, es gibt so viele verschiedene Seen. Tiefer See, See, seichter See. Siehst du das See? Okay, wenn wir hier sterben sollten, müssen wir wohl ungefähr lang müssen. Da ist eine wundervolle... Wir wollen die wundervolle Aussicht genießen, oder? Das wollen wir. Gucken wir mal. Oh, ist das nicht fein? Ist das nicht eine herrliche Aussicht?
Aber es trügt wahrscheinlich nur. Und ein schönes Häuslein. Moment, da habe ich, glaube ich, eine Tür. Was ist das da? Es ist ein komisches Ding. Wollen wir es? Moment, das habe ich. Ah, den bin ich. Aus dem Nichts! Nein! Ja, schon viel besser, diese Säge. Nimm das hier. Ich bin der Säge. Oh oh. Meteorangriff. Meteorangriff. Nimm das hier. Was macht dieses Ding da? Oh oh. Nimm. Crack die Silberkugel. Okay. Leck mich. Oh. Ich hau dich. Wie viele Lebenspunkte hast du? Es ist tot. Nein. Mann, hält das viel aus. Nehmt andere Waffe. Oh Gott, ich mache ja gar nichts an Schaden gegen dieses Ding. Macht das kaputt. Wow, ist das resistent. Scheiße, ich... Nein, ich will nicht im Mund sein. Will nicht im Mund sein. Wow, ist das Ding resistent. Was muss ich gegen dieses Vieh machen? Um's gescheit besiegen zu können. Es ist jetzt tot. Oh, ich hoffe, es kommt nie mehr wieder. Okay, hoffentlich hat sich das zumindest etwas gelohnt. Was zum Teufel war das für ein Schädel? Naja, dafür hat es meine Stimmbänder gerade zerrissen, glaube ich. Da hat sich es definitiv gelohnt. Wissen eines Großartigen. Ja, das Wissen eines Großartigen kommt zu einem Großartigen, ganz offensichtlich. Okay, wir haben eine Waffe. Auch wenn nicht unbedingt gegen dieses andere Viech, was da unten gerade rumkeuchte und fleuchte. Aber wir haben sie. Was haben wir hier doch? Beruhigungsmittel 5-mal. Okay, scheinbar ist dieses Gebiet hier, um dazu darauf vorzubereiten, dass wir nicht dem Wahnsinn anheimfallen. Ganz toll gemacht. Oh, cool. Soll das eine Abkürzung hier darstellen, oder was? Moment, da hätte ich... Yay! Oder? Ich hab gerade keine Ahnung, was denn hier auch gerade hier auch das zu bieten hat. Aber gucken wir nochmal nach. So, es reicht noch nicht, um aufzuleveln. Da geht es in dieses Häuslein scheinbar rein. Aber ich gucke jetzt nochmal auf der anderen Seite. Da schien es mir nämlich so zu sein, dass da ebenfalls noch ein Eingang angebracht ist. Zumindest wäre das angebracht. Ja, hier ist noch einer. Natürlich öffnet er sich nicht von dieser Seite. Was habe ich denn gedacht? Da ist die Türe zu. Und wo Türen zu sind und wo Türen auf sind, auf einer anderen Seite, da muss man natürlich da reingehen, wo die Türe auf ist und nicht, wo die Türe zu ist. So, mein Haus, mein Auto. Na gut, zumindest das Rad vom Auto. Vollkasko versichert. Oh, ein schönes Anwesen. Eine schöne Truhe. Keine schönen Gegner. Sehr gut. Und wir haben Perlenschnecke. Habe ich davon nicht schon mal was gefunden? Moment, jetzt gucke ich mal kurz, ob das irgendwas Cooles ist, was ich hier gefunden habe. Eine Perlenschnecke. Ja, ich werde es vom Ei... Okay. Fragmente der verlorenen Weisheit der großartigen Wesen, die man als Götter bezeichnen könnte, bringt Einsicht. In Bergenworth hatte der Meister Willem eine Erleuchtung. Wir denken auf den niedersten Ebenen. Was wir brauchen, sind mehr Augen. Was? Tolle Logik. Und Meister Willem war doch dieser fette Typ aus der Sequenz, die wir nach der Vikarin hatten, oder? Okay, dieses Schleimteil. Nee, das war... Ach so, das war der Augur von Ebrietas, den ich als Schleimteil gerade irgendwie... Ja, verwechselte, glaube ich. Was auch immer ich jetzt gerade ins Inventar gekriegt habe, es ist eben da. Falls jemand weiß, was es gewesen sein sollte, ich weiß nicht. Eine Waffe wird es nicht gewesen sein, eine zweite Waffe auch nicht. Ein Ausrüstungsgegenstand an? Oder sowas hier. Nee, ich wüsste nicht, wo ich es reinkloppen sollte. Eine Rune wird es wahrscheinlich auch nicht gewesen sein. Nee, das hier. Also ich habe keine Ahnung, was das gewesen ist, was ich da gefunden habe. Das ist nicht im Inventar. Zumindest nicht in diesem hier, was ich gerade nachgeguckt habe. Aber es soll auch egal sein. Okay. Ah, hier ist diese Nebentür, oder? Wozu kann man die hier aufmachen? Na, was soll's. Aber dieser Gegenstand muss einigermaßen gut gewesen sein, wenn er sich hier in so einer Schatztruhe befindet, die man eventuell hätte gut übersehen können. Das war alles in Schatztruhen, die sich hier befinden, glaube ich, ganz gut ist. Okay, es scheint... Oh, es ist der Hausherr. Oder... Oh, ein aggressiver Hausherr. Hallo! Au,
Aua! So! Nein! 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 Ja! Oh, es hat wieder Tentakel-Dinger! Oh mein Gott, ist das resistentes Zeug, gegen was wir hier gerade kämpfen dürfen. Ups! Da bringt auch das nichts. Okay. Nein! Nein! Lass es sein! Wow. Acht Schaden, yes! Oh, 504! 405, meine ich. Scheiße! Benutzt das. Nein! Töten, vernichten, anmachen. Nein. Bums. Bert hat aufgepasst nach einem bestimmten Bosskampf. Scheiße. Scheiße. Ja. Nein. Bums. Mann, oh Mann, oh Mann. Schrot für die Hungernden. So. Ich mache ich jetzt so platt. Hoffe ich zumindest. Ist es? Was ist das? Ey! Mein Gott, hatte die noch Lebenspunkte! Das war eine die, oder? Die! Die stirbt die! Okay. Okay, wir haben ein blaues Elixier erlangt. Was auch immer, wozu das immer auch gut sein soll. So, wir haben das Haus jetzt für uns allein! Allein, 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 allein. Ist das eine Tür? Natürlich ist sie gesperrt! So. Diese Folge wird doch länger, als ich gedacht habe, weil ich gedacht habe, ich sterbe jetzt. Oh, hier ist noch eine schöne Schatztruhe inmitten dieses schönen Sofa. Ich kann Besuch empfangen. Oh, da ist ein Schüler. Oh, mehr Schüleruniform. Cool, hier ist der Rest davon. Dann hat dieses Oh, ist das hier. Nee. Oder? Das ist aber nicht hier die Universität, oder? Die Spinne verbirgt alle möglichen Rituale und gibt nichts preis, da wahre Erleuchtung nicht geteilt wird. Von mir aus. Was auch immer das sagen soll. Die Spinne. Ah ja, bestimmt, wir haben noch nicht den obligatorischen Spinnenboss, den Chaos, gemacht. Ob wir ihn hier wiederfinden werden? Oh Gott! Gerade meldet sich mein Pinkelbedürfnis. Wenn der rote Mond tief steht, verschwimmt die Grenze zwischen Mensch und Bestie. Und wenn die Großartigen hinabsteigen, wird der Schoß mit einem Kind gesegnet. Okay, ich werde hinabsteigen und dann wird jemand schwanger. Das heißt, der kleine Bernd wird irgendwo hinabsteigen und fruchtbaren Samen verbreiten. Ich werde Papa! Oh! Das hätte ich niemals zu träumen gewagt. Ich werde Papa! Ein Weib wird sich mir hingeben. Yay, Lunarium-Schlüssel. Wozu auch immer der gut ist. Vielleicht kommen wir jetzt in diesem Links-Schüler-Universitätsgebäude weiter. Vielleicht die Tür unten. Aber wir gucken uns erstmal hier oben noch ein kleines bisschen weiter um, denn hier wird wohl gutes Zeug haben. Du, du, die, du und die Schatztruhe rettet mich vom Sterben, weil ich scheiße bin. Ich sehe nichts mehr. Ich möchte meine Waffe gerne ändern. Meine Resistenz ist so geil. Yeah! Stirb, du elendes Scheißmistvieh! Ja, seht ihr, Resistenz gegen Wahnsinn lohnt sich dann doch immer noch. Leere Trugbildhülle. Was zum Teufel ist das für ein Zeug, was ich hier die ganze Zeit finde, mit diesen komischen Schleimlarven-Icons? Ich finde es nicht, weiß, was soll das sein? Kann ich das Ding hier benutzen? Irgendwie, um den Mond anzuschauen oder sowas? Keine Ahnung, was das sein soll insgesamt. Okay, scheinbar kann ich das Ding hier doch nicht benutzen, oder kann ich hier unten... Moment, hier kann ich... Achso, hier soll das Ding... Das Ding kann ich aber nicht benutzen, oder? Das ist aber blöd. Kann ich diese... Keine Ahnung, das sieht mir aus wie irgendein Fernrohr oder sowas. Vielleicht kann ich damit wie in Wanted irgendwo runterballern. Da muss ich da draufhauen. Nee. Scheint mir nicht der Fall zu sein. Naja. Dann gucke ich nochmal nach, ob dieser komische Schlüssel für unten irgendwas gut war für die Tür. Und dann lassen wir das erstmal gut sein. Dann machen wir in der nächsten Folge schön nochmal Dungeon. Und dann reg ich mich wieder wahnsinnig auf. Und werde danach wieder keinen Dungeon machen wollen oder sowas. Oh ja, es geht... Achso, das wird dann wohl die Brücke sein, die ich von unten irgendwo gesehen habe. Ja, das Gebiet ist dann scheinbar wirklich nicht so besonders groß. Hallo, Stuhlmann! Was? Was? Okay? Ja,
Der hat wohl nicht allzu viel zu sagen. Der versucht, sich irgendwas von mir wegzusaugen, scheint. Okay. Gut, wir sind in Birkenworth. Ich finde es toll, dass wir in Birkenworth sind. Aber ich habe gerade... Wir sind in Birkenworth fertig, oder? Okay, dann werde ich wohl oder übel mal gucken, was es mit diesen komischen Items auf sich hat. Dann wird das Ding da oben wohl entweder, oder diese Schleimdinger irgendwas damit zu tun haben, wie wir weiterkommen. Und wir kommen mit diesem Schlüssel auch weiter durch dieses Dingsbums-Gebäude. So, dann werde ich mich jetzt auch wieder zurückmachen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Dark Souls Bloodborne. Vielleicht hat es jetzt auch irgendwas getan, dass wir... dass er irgendwas aus uns herausgesaugt hat. Keine Ahnung. So. Ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und vor allem fürs Kommentieren. Auf Wiedersehen und ciao.